Hallo zu einer neuen Folge der Behälterprofis. Heute geht es um das Thema Nachhaltigkeit. Wir schauen uns an, wie aus gelbem Sackmaterial hochwertiges Regranulat hergestellt wird. Wir sind hier heute bei unserem Partner Vogt Plastik in Rheinfeld. Hier werden täglich 300 Tonnen Material angeliefert, gelber Sackmaterial. Und hier beginnt nun der Prozess der Umwandlung in ein hochwertiges Regranulat. Bevor das Material getrennt und sortiert wird, wird es hier zunächst in ganz kleine Stücke zerkleinert. Für ein hochwertiges Ergebnis ist es notwendig, dass die besten Trennverfahren hier vollautomatisiert eingesetzt werden. Wir haben hier magnetische Verfahren, wir haben dichte Trennverfahren und wir haben optische Verfahren, die hier zu einem super Ergebnis führen. In diesem Bereich werden die zuvor sortierten Mahlfüder der Extrusion zugeführt. Durch die Beimengung von Additiven werden bestimmte Eigenschaftsbilder erzeugt. Es entstehen hochwertige Regranulate. Qualität ist auch für Vogt Plastik das A und O, steht an oberster Stelle, Qualität zu liefern. Und so Partnerschaften wie mit Bito Lagertechnik, das ist sehr wichtig für uns als Recycler, auch für die Zukunft. Und wir wünschen uns eine nachhaltige und lange Zusammenarbeit mit Bito. Wenn euch unser Beitrag gefallen hat, wie immer, liken, kommentieren und unserem Kanal folgen. Eins haben wir noch vergessen, Christian. Wenn ihr wissen wollt, wie wir noch nachhaltiger werden können bei Bito, dann schaut euch auch den zweiten Teil an. Vogt Plastik. Bito Lagertechnik. Behälter nachhaltig gedacht.